Auf geht's in den Nether. Teleportationsüblichkeit. Irgendwas hat den Fortschritt. Wir müssen noch tiefer erzielt. Oh, okay. Und da habe ich schon, da muss schon den Eisen, den nicht Eisengolem, sondern wer ist das Ding? Schwein. Wow, du bist wirklich, wirklich nicht der. Viel Spaß beim Tod, viel Spaß ja, beim Sterben. Halt dich vom Feuer fern, dann. Ich geh wieder zurück. Nachrennen, oder? Ich bin tot. Ich hab's gesehen. Hurra. Ist mein Zeug noch irgendwo da? Kannst du es aufheben, oder? Ja, ich hab dir gerade dein Zeug genommen. Ich guck eben, ob ein bisschen was durchs Portal gefallen ist. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Man weiß, dass man Zombieschweine nicht angreift. Gut, das wusste ich nicht. So, ich komm grad wieder runter. Ich bin wir in haben jetzt fünf davon bei uns. Bin jetzt in meiner Wohnung aufgewacht. Ich bin nicht sicher, ob die noch wütend auf dich sind. Ich bin mir auch nicht sicher. Das hätte man mir mal sagen müssen. Ja gut. Deine Eisenspitzhacke ist noch da. Ich hatte zwei. Ja, die sind noch wütend auf mich. Juhu. Ah. Okay, ja, ich komme jetzt nicht mehr in den Nether rein. Die stehen vor deiner Hütte. Ja, dann nimmst du dir jetzt eine Waffe und dann bringst du die um. Ja, hurra. Ich habe hier noch ein Goldschwert. Ich habe ja noch ein Diamantschwert hier. Ja, gut. Ich habe mir jetzt in der Zeit deine Eisenspitzhacke, eine davon, in die Hand genommen und baue jetzt gerade Quarz ab. Mach das. Ich meine, wir brauchen keinen Quarz, aber es ist gut, welchen zu haben. Hast du nur einen oder wo ist, oder hast du meinen zweiten auch noch mitgefunden? Ich habe alles gefunden. Ich habe es jetzt halt gerade im Inventar. Okay, kannst du mir den gleich zurückgeben? Ja, ja. Komm jetzt mit Diamantschwert hierher. Das muss doch jetzt alle nacheinander, bitte. Oh, wir haben direkt einen Wald hier. Oder? Was ist das? Ist das... Oh, es ist dieses Basalt. Ich bin gerade beschäftigt. Ich muss hier gerade meinen Lama töten. Ich guck's mir nur gerade an. Ich muss hier gerade meinen Lama töten. Da würde ich dann gerne runter. Es ist gerade Nacht hier. Es ist halt gerade... Dann habe ich hier noch einen Zombie. Meine Fresse, es ist gerade wirklich... Ja, du kannst jederzeit ins Bett, weißt du. Ja, momentan kämpfe ich gerade gegen 5 Zombie-Dinger. Und ein Zombie. Ich wurde gerade random von einem Schwein umgebracht. Ja, dann hol das Zeug zurück. Ich renne. Und ich will gerade schlafen. Die sind in meinem Haus. Na toll. Das wird spaßig. Jetzt sind die bei mir im Haus. So, einen habe ich getötet. Den zweiten habe ich auch getötet. Da oben liegt das Zeug. So. Sind sie raus aus meinem Haus. Okay, 2 Goldklumpen. So, ich gehe mal gucken, ob da noch welche sind. Das Drecksschwein hat deine Rüstung geklaut! Und deine Waffen! Dann hol sie dir zurück. Ja, kann ich nicht. Ich brenne hier gerade unbewaffnet und ohne Rüstung gegen einen, der quasi ein Panzer ist. Das ist nicht viel gut. Und mein Lama ist abgehauen. Na, sehr schön. Soll ich jetzt ohne Rüstung da reinkommen? Ich habe noch 2 Leder, aber das bringt mir nichts.
Oh, danke. Was ist danke? Und danke. Das Skelett, das mir random gefolgt ist, hat gerade das Zombie-Schwein umgebracht. Das Schwein umgebracht. Was ist denn jetzt mit meinem Zeug? Alles, ist alles da? Alles kaputt oder was? Alles da, ein bisschen kaputt, aber. Sekunde, ich komme wieder näher mit dem Diamantschwert. Hattest du ein Gemälde dabei? Nö. Ich habe ein random Gemälde gefunden. Hab jetzt ein Diamantschwert dabei. So, wo bist du? Ich stehe gerade oben hier. Hallo. Ich sehe dich nicht. Ich bin im Nether. Oh nein, du siehst mich nicht. Fängt das nicht wieder an? Ja, wo bist du denn? Ja, hinter dir direkt. Ah, hier, hi. Kannst du mir mal mein Zeug rüberwerfen? Ich hänge erstmal kurz das random Gemälde auf, das ich gefunden habe. Okay, keine Monster mehr angreifen hier. Nein, außer sie greifen dich zuerst an. Dann habe ich ein Diamantschwert gerade mit dabei. Ich brauche aber eine Spitzhacke, um was abzubauen, Mordi. Also. Ich hätte gerne mein Zeug. Portalschwierigkeiten. So, wo bist du? Ich komme gleich, Moment. Ich bin bei dir. Hübsch. Ein Mensch. Bei mir ist es ein rotes Banner. Ich bin hinter dir. Netherübelkeitsportale. Portal. Oh, ich hab sogar 7 Pfeile bekommen. Nice. Ach ja, dein Zeug. Moment. Ich hab dich gar nicht gebrauchen. Und der hier. War noch. Und die andere Spitzhacke und die. Und meine Schwerter und mein. Das Steinschwert kann ich gut brauchen und die andere Spitzhacke nehme ich einfach mit. Gut, dann nehme ich halt einfach. Und meine Rüstung? Die also kannst du haben. Bin jetzt unausgerüstet, nämlich. Zumindest die hier und den hier, das Eisen. Einfach mal. Ja. Warst du schnell genug? Angreifen. Ich war schnell genug abzuhauen. Hast du es angezogen, das Goldzeug? Habe ich. Ja, hast du. Okay, gut. Ich habe keine Eisenrüstung. Ich habe kein Brustdings. Ja, Moment, ich handel kurz mit dem Typen hier. Man kann mit denen handeln. Oh, ich sehe Pilze. Und ich sehe Gold. Ich kann hier Gold abbauen. Ich habe hier Gold. Du solltest kein Gold abbauen, wenn die in der Nähe sind. Das hättest du mir mal vorher mal sagen können. Hol mein Diamantschwert. Ich hab dein Zeug. Hol mein verdammtes Diamantschwert. Und sag mir das mal vorher. Sag mir das mal, verdammt. Was soll ich das denn jetzt gewusst haben? Zwergi lernt Minecraft Nether. Das hättest du gar nicht wissen können. Aber du wusstest das. Ja, natürlich. So, Sekunde, ich bin gleich wieder da. Hast du mein Diamantschwert? Ich hab alles. Das Diamantschwert darf nicht verloren gehen. Im Diamantschwert geht's gut. Warte, ich bring kurz ein Bett mit, damit wir schlafen können. Du willst also jemanden wegbomben? So, ich brauche mein Zeug mal wieder. Sonst, bevor ich hier angegriffen werde. Das war, glaube ich, das falsche Schwert. Jo. Gib mir das gerade wieder, dann kriegst du das Diamant. Liegt auf dem Boden. Perfekt. Sekunde. Hier. Danke, ich gehe aber erstmal auf Fernkampf. Ich habe 7 Schuss. Und Apfel bitte. Und Spitzhacke bitte. Ach ja, deine Eisenspitzhacke. Der goldene Apfel ist verloren gegangen. Der ist in dem Feuer gelandet. Ach, was soll's. Die Lampen könnten wir brauchen. Das Gold könnten wir gebrauchen, aber müssen wir erstmal gucken, dass wir die verjagen. Wie es ausschaut. Wenn sie sich stören, dann bringen sie halt um. Ich brauche kein Gold hier. Kann ich das Ding des Quarz hier abbauen oder muss da auch was beachten? Quarz kannst du abbauen, genauso wie das Leuchtzeug hier, was ich gerade dabei bin. Oh, ich habe neue Rezepte freigeschaltet. Was bringt das Netherrack irgendwas? Es ist rot. Kann man damit irgendwas Wertvolles craften? Wie gesagt, es ist rot. Ah, okay.
Ich will mal die Sprache umsetzen. Sprache ist auf Deutsch eingestellt. Okay. Steht trotzdem Netherwake drauf. Ja, weil es so heißt. Ich hatte es unter einem anderen Namen in Erinnerung. Seelensand hieß das, glaube ich, oder? Nein, Seelensand war Seelensand. Hier ist noch ein bisschen Gold. Apropos, ich wollte ins andere Gebiet runter. Ich wollte Dann da lass mal runterbauen. lieber. Wo bist du? Ich folge dir. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das Gold hole ich mal lieber nicht ab. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht zu weit weggehe, weil Ah ansonsten habe doch, ich hier kann keine ich Gold Chance, wieder abbauen. zurückzukommen. Haben wir zweimal Gold abgebaut. Hast du Fackeln mit? Dann können wir Fackeln als Wegweiser aufbauen. Damit wir Warum sollte ich wissen, Fackeln mitnehmen? wo wir herkommen. Damit wir uns nicht verirren. Das hat einen Orientierungssinn. Ich habe keinen Orientierungssinn. Das ist dann problematisch. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Wir sollten uns solche Dinger hier sammeln, solche so ein Glowstone. Wir sollten das Glowstone als Wegmarkierer aufsetzen. Glowstone Staub. Staub. Was Keine machst du Ahnung, denn? wo ich hier gerade gelandet Ich bin noch bin. am Portal. Okay, wie kriegen wir, was machen wir jetzt hin? Was machen wir? Können wir irgendwas? Aus dem Nether-Quarz kann man da irgendwas machen? Was Ja, kannst einem. Quarz halt machen, ne? Kann man sich Quarzblöcke als Wegweiser bauen? Oder so. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Du hast dich schon verirrt. Ich muss mich nicht verirren. Okay, wir Ja, müssen. ich bin gerade wieder zurück in der Nähe vom Portal. Ich wollte aber eigentlich in das andere Gebiet rüber gehen. Okay, vielleicht können wir kurz mal rausgehen und jetzt irgendwas Auffälliges mitnehmen. Ein bisschen Holz oder so weiter. Was man dann jetzt alle 2 Meter mal, alle 20 Blöcke mal Nee, ein nee, Holzblöcke. ich hab hier schon meinen Weg. Nur, ich sollte nur eben auf dem Weg bleiben und nicht Ich hole irgendwie mir gerade random was. erkunden. Ich hole mir gerade was. Immer mal ein bisschen Stein oder so, irgendwas, was man auffällig platzieren kann. Oder ein bisschen Erde einfach mal. Vielleicht habe ich doch irgendwo Erde mal. Erde, Mensch. Das ist ja sowas Seltenes. Ich habe 32 Andesit, das könnte. Das fällt auf. Und der Diorit habe ich auch noch. Und bis 49, naja, Granit vielleicht nicht so sehr. Sand habe ich noch mit dabei. Okay, sind helle Stoffe, die jetzt im Nether auffallen wie. Ja, wie Neon-Werbeleuchten. Auf geht's. Ich markiere mir jetzt hier meinen Weg. Okay, was seid ihr für Dinger? Ah, ich habe Basalt gefunden. Oh, die Lava! Immer der Spur aus Sand Ich bin und tot. Ich bin tot. Moment. ich nicht. Immer der Spur aus Sand und so folgen. Dann kommst du zum Ich bin tot. Modi Verbrannte. Wird mir Ja. gerade angezeigt. Ich bin in Lava gefallen. Der Sandspur folgen, dann kommst du zu mir. Oder zurück zum Portal. Ich hole jetzt erstmal das ganze Zeug. Mach das auf jeden Fall. Wir sollten aber auch gemeinsam laufen, wenn möglich. Damit der Ah ja, eine. ich sehe deine Sandblöcke. Dann Ich bin halt folge genau in die ihm. andere Richtung. Dann folge ihm. Komm zu mir, dann können wir gemeinsam. Oh, ich hab hier einen Gast. Das ist vielleicht schlecht. Wir haben ein Schwein, das eine Rüstung trägt. Ja. Jetzt mehrere Schweine, die Rüstungen Deine tragen. Rüstung trägt. Ich habe keine Rüstung. Beziehungsweise die Reste von meiner. Ja, dann sollst du es entweder töten oder in Ruhe lassen. Das klang gerade lustig. Da hat ein Schwein gelacht. So. Hier kann ich vielleicht ein bisschen Dinge zerbauen.
Tun die Schweine mir weh, wenn ich jetzt abbaue neben ihnen? Vermutlich. Aber es ist kein Gold. Dann nicht. Oh, ich habe einen goldenen Apfel gefunden. Ich glaube, das hat. Ich glaube, das war das Schwein, was den Apfel geklaut hat. Das müsste meiner sein. Den benutze ich jetzt auch einfach mal, weil ich habe sehr wenig Leben. Meine Herzen sind auch voll, aber mein Hunger steigt langsam. Verbraucht einfach meinen Goldapfel. Ich folge jetzt den. Den Sandblöcken. Ja. Okay, darum bist du also lang. Ich bin jetzt hier. Und ich werde mal versuchen, darüber zu gehen. Vielleicht können wir gemeinsam darüber gehen. Ich folge dir noch. Moment. Hier ist aber ziemlich dunkel. Jetzt nur nicht runterfallen. Apropos runterfallen, Moment. Nee, lass das bitte. Du wirst das Schwein runterwerfen. Jetzt tötet dich das Schwein. Greift das jetzt um mich an? Das glaube ich nicht. Warum sollte das Schwein mich umbringen? Lass die Monster hier in Ruhe. Ich kenne mich mit den Monstern hier aus, du nicht. Okay, wir kommen jetzt darüber. Was habe ich? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas. Ich hab irgendwas. Ja, irgendwas hattest du. Ah ja, dein Skin ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Du hast bei mir unten irgendwie eine Reihe aus lila und grünen Blöcken. Das ist richtig. Das sind meine Socken. Ach, okay, es war Absicht. Das ist Absicht. Ich habe pinke und blaue Socken. So, wie kommen wir jetzt hier durch? Indem du gräbst. Und vorsichtig graben, hier kann jederzeit Lava in den Wänden sein. Ich weiß, dann grab du mal lieber. Dann grab ich mal lieber. Ich markiere den Weg. Wir sind durch. Ich weiß zwar nicht, was du in dem Gebiet hier willst, aber wir sind durch. Mich umschauen. Hier ist Gold. Ja, schön. Das sind Schweine. Das sind die normalen Moment. Da nehme ich Gold mit. Ich gehe mal hier entlang. Ich esse mal eben was. Gibt es irgendwas Interessantes, was wir finden könnten? Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da unten. Ja, hier in dem Gebiet jetzt gerade nicht. Wir hatten halt ein Basaltgebiet. Was ich überhaupt nicht kenne. Also. Wie kommen wir da hin? Indem du in die genau an. Wir können auch einfach da lang weitergehen, da sehe ich gerade. Okay. Aber vorsichtig, ist ein dünner Weg hier. Können auch zurückgehen. Finde doch das Portal sowieso nicht mehr, also. Doch, einfach dem Sandpfad folgen. Also los. Wenn du nichts abgebaut hast und den Sand nicht abgebaut hast. Den hätte ich nicht abbauen sollen. Hast du ihn jetzt abgebaut oder was? Nein. Dann finde ich doch immer wieder zurück zum. So, wie kommen wir ja da jetzt durch? Ohne runterzufallen. Ich gehe gerade zurück. Ich nicht, ich versuche hier weiterzukommen. Versuche nicht zu sterben. Fackeln werden, glaube ich, nett. Ich könnte hier gebrauchen. Oha, scheiße. Ich bin hoch, ich bin tief gefallen. Lebst du noch? Ja, gerade so. Klingt doch vielversprechend. Jetzt musst du ja mir da wieder einen Weg nach oben bauen. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich baue mich einfach mit Andersit hoch. Ich sehe halt null. Ach doch, hier war's. Hier bin ich runtergefallen.
Okay, eine kleine Treppe hingebaut. Dass hier einen Weg sicher runter gibt. Bringst mal Fackeln mit, wenn du wieder reinkommst. Ja, ich erkunde hier gerade noch ein bisschen. Ist ein bisschen düster hier. Sehe nicht, wo ich lang laufe. Und ich falle andauernd in Lavabecken. Ist ja schön. Dann mal wieder hier ein bisschen Nether Adventures. Okay, jetzt irgendwie wieder runterkommen. Okay. Ich habe jetzt eine halbwegs sichere Treppe hingebaut. Ah ja. So. Au. Alles gut? Ich hab ein bisschen falsch angekriegt. Okay, also alles wie immer. So, hier kommt man jetzt runter. Ich habe nur noch 3 Herzen, 3,5 Herzen. Mein Hungerbalken verschwindet auch. Sollte vielleicht mal zurück. Ich glaube, ich baue uns einfach mal kurz eine Basis im Nether. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, ich komme mal zurück. Du bist noch am Portal oder was? Ja, ich bin gerade zurückgegangen. Okay, dann komme ich mal zurück zu dir. Dann schauen wir uns mal an, was meine Wegweise so bringen. So, hier durch. Da kommt mir ein Pikmin entgegen. Darf ich durch? Ich bin ganz friedlich, ich tu nix. Und das war die Eisenspitzhacke, wie es aussieht. Okay, hast du zerstört? Ja, die ist durch. Ich habe 47 Nether Quartz und 64 Netherrack im Inventar. Wenn ich noch ein bisschen Nether Quartz kriegen kann, dann kann ich das zumindest erstmal zurückbringen. Zumindest ein bisschen. Haben wir zumindest was gesammelt. Kann ich die Pilze einsammeln oder? Das einsammeln, was du willst. Kann ja sein, dass die Schweine dann wütend wären wieder. Und wenn, dann bringst du sie halt um. Oder sie mich. Das will ja. Ich gerade eigentlich gar nicht. Okay, ist der letzte Sandblock. Da geht's oben lang. Roter Pilz. Das sind aber dieselben, die wir an der Oberfläche haben, oder? Ja. Das macht keinen Unterschied. Absolut nicht. Also lohnt sich auch nicht wirklich, die einzusammeln. Das hat auch niemand behauptet. Oh hey, ich habe eine Spinne im Haus. Du hast vorhin noch ganz andere Sachen im Haus. Ne, das war im Portalraum, der war ja dafür ausgelegt. Treppen nehme ich mal mit. So. Die nehme ich mal mit. Sehr schön. Ja, meine Sandspur bringt was. Die nehme ich mal mit. Habe ich noch Stein? Ich habe gerade keinen Stein hier. So 60. Das
Und noch 4 Netherkristalle. Ich fange dann mal an drin zu bauen. Na warte, ich komme gleich zu dir. So, ich bring dann mal meine Schätze vorbei. Also 8 Gold habe ich noch mit dabei. Pilze. Aha, ich baue jetzt erstmal eine Werkbank hier hin. Mach das. Ich bringe gleich noch ein Bett mit. Warum? Einfach um es hinzustellen, bis sich halt irgendjemand aus Versehen mal reinlegt. Das Reflex. Hier müssen wir meine. Moment! Gibst du mir mal kurz das Bett? Ich hab kein Bett dabei. Ah, scheiße. Müsste ich holen. Ich hätte halt ganz gerne ausprobiert, ob man hier Schaden an den Strukturen machen kann. Wahrscheinlich nicht. Da brennt nur alles. Ja, wenn nicht, wäre es halt wirklich langweilig, ehrlich gesagt. Es brennt nur alles um dich herum. Ich habe hier noch ein blaues Bett. Bring ich dir mit. Ich habe wahrscheinlich drin noch eine, weil wir haben ja ein Villager-Dorf geplündert. Hast du Farbvorlieben? Soll ich dir irgendein... Ich habe, glaube ich, noch ein grünes und ein gelbes und weiß habe ich noch. Hauptsache, es explodiert. Aber ich würde das nicht in der Nähe der Werkbank oder sowas, in der Nähe vom Portal machen. Geh damit ein bisschen weiter weg. Was explodiert, glaube ich, anstrengt einiges. Obsidian explodiert nicht. Mach's trotzdem nicht beim Portal. Ich bitte dich. Okay, wo tue ich den? Das Obsidian, das Portal wird nicht explodieren, aber alles drumherum wird explodieren, also. Na und? Da haben wir ein großes Loch und dann kommen wir nicht mehr zum Portal hoch. Das hier ist ein Spiel, in dem du Blöcke setzen kannst. Du kannst bauen. Ja, stimmt schon, aber. So wie meine kleine Nether-Truhe. Okay. Das Diamantschwert nehme ich nochmal mit rein. Ist so schön spannend mit, mit Diamantschwert. Das sind jetzt alles hier irgendwie Kramskisten. Gold hier hin. Na dann, Fackeln würde ich mitnehmen. Habe ich hier irgendwo Fackeln? Bestimmt nicht. Kohle habe ich auch keine, also ja. Bring dir ein blaues Bett mit. Ach, Essen. Essen, 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 Essen. Ein paar Süßbeeren. Mhm. Ein Wassereimer wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du noch mitnehmen könntest. Ich habe, glaube ich, keinen Eimer. Dann mache ich das später. Und Eisen habe ich auch keinen mehr. Habe ich für die Rüstung ausgegeben, die jetzt ein Schwein trägt. Die ist wieder da. Oh, sehr schön. Da kannst du mir mal geben. Ich tausche es gegen ein Bett. Apfel nehme ich mit. Ich glaube, die Playlist ist gestoppt. Ah ja. Irgendwas wollte ich mitnehmen. Eigentlich waren hier doch noch Fische drin. Zum Schnabulieren. Ja, ich will auch verloren im Nether. Dafür sind jetzt zweimal Netherrack hier drin. Okay. Muss der Apfel reichen. Und ich gehe mal bei Mordi am Feld noch ein bisschen was klauen. Hau.
Tür, unterwegs noch ein paar Karotten. Neu angepflanzt. So. Autsch. So, dann rein in den Nether. Oh, hier ist ein Babyschwein. Baby-Pig-Dingens bei dir. Mhm. Und? Es tut mir nichts, also lass ich's leben. Das ist die richtige Einstellung. Oh, hübsche Burg hast du hier. Brauchst du was Provisorisches? Und wo hast du den Stein her? Den hab ich mitgenommen. Okay, das Bett würde ich aber woanders hinstellen. Hast du Spitzhacken dabei? Ich habe eine Spitzhacke mit dabei. Schade, dann muss ich gleich zurück und nochmal neu machen. Meine ist nämlich gleich durch. Ja, bring mir auch eine mit. Warte, ich stelle mal das Bett hier hin. Kommst du mit? Wo? Folge der Sandspur. Mhm. Stell die irgendwo hin, wo. Das können wir irgendwo ausprobieren, wo wir nicht mehr hinwollen. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Der Sandspur entlang. Ich bin hier. Du weißt, dass das Ding keine Atombombe ist, oder? Stell das Ding einfach irgendwo hin und dann gucken wir, ob es was zerstört oder nicht. Und dich zerstört's dann. So, viel Spaß. Ja, macht tatsächlich Schaden. Das ist gut.